So, wir machen heute eine Tour. Wie heißt das, Matze? Elki Vale de Elki. Elki Vale de Elki. Eine Corona-Tour, die wir machen. Eigentlich können wir da nicht hin, aber wir versuchen heute einen Checkpoint zu umlaufen, damit wir dann dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und wir werden heute wieder zurückfahren, aber wenn es möglich ist, können wir vielleicht auch den Sternenhimmel dort sehen, weil es dort sehr, sehr dunkel ist und wir ja heute oder in der Jahreszeit ziemlich kurze Tage haben. Aber nehmt euch mal mit. Das ist der Matze. Legal, illegal, scheißegal. Genau, mit dem Matze mache ich die Tour. Er hat die schon öfters gemacht. Mal schauen. Da wir ja in totaler Quarantäne sind und die ganzen Bezirke alle abgeschlossen werden, versuchen wir heute was zu unternehmen. Und der Matze hat das schon öfters gemacht. Und wir müssen dabei einen Checkpoint umlaufen. Der Matze ist jetzt gerade nach vorne gegangen, um dem Busfahrer rechtzeitig zu sagen, wann wir aussteigen. Und also, ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind jetzt mit dem Bus sind wir hergefahren. Das ist der Bus und der wird jetzt wahrscheinlich wieder zurückfahren, ne? Ja. Weil, schauen wir mal kurz, ob er noch weiterfährt. Ja, ciao. Ja. Der weiß, was wir vorhaben. Ja, der ist nur bis hier hingefahren. Weil hier keiner sonst hinfährt. Ja, jetzt laufen wir weiter und Matze weiß den Weg, den Checkpoint zu umlaufen. Wir laufen jetzt etwa eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden laufen, ja, Matze. Umlauf mal den Checkpoint. Okay. 6-7 Kilometer. Matze, schön hier. Wenn die Bullen kommen hier. Ja, stimmt. Wir dürfen nicht auffallen. Wir müssen die Maske tragen. Schau mich an, wie ich aussehe. Wie ein Verbrecher. Mit der Maske. Ja, wir machen heute was Illegales. Aber das Leben muss ja noch spannend bleiben. Du darfst doch nicht alles gefallen lassen. Ne? Wir haben jetzt hier einmal die erste Straßensperre. Matze sagte, die war bisher noch nicht. Aber hier laut den Spuren zufolge haben wir ja auf jeden Fall mehrere Leute, die hier alle durchgehen. Und Motorrad kommt ja auch durch. Und dann hat er da hinten auch den Checkpoint durchlaufen. Oder gehen. Wie das, was wir machen. Hola, buenos dias. Ja, da seht ihr mal, hier haben wir noch die Einheimischen, die auch selber hier eigentlich gar nicht durch dürfen, aber die machen ja auch alle ihre eigenen Touren. Ja. Sieht man den dann nachher nochmal? Nee, so richtig siehst du nicht mehr. Aber hier unten muss er irgendwo sein. Schau ich den da oben an. Sowas ist hier normal. Die bauen sich hier das Fahrrad um zu einem Motorrad mit Motor und fahren die hier rum. Thank you.
ist eher Moped-mäßig. So, da unten sieht man den Checkpoint. Da, wo die ganzen Autos warten und stehen, da kontrollieren die jeden in die Richtung. Und hier ist halt verboten, weil hier dieses Gebiet total in Quarantäne liegt. Und wir laufen hier oben rum. Schaut euch diese schöne Natur hier an, das ist so mega. Wir laufen jetzt circa noch 25 Minuten den Weg. Dann nehmen wir einen Bus und dann geht's weiter. Was wird denn hier angebaut, Matze? Weißt du das? Wein und viel Obst und Früchte. Obst, Gemüse, das ist eines der fruchtbarsten Fehler. Das sieht echt toll aus, ey. So dieses Grün, ne? So ein richtig frisches. Das ist Landwirtschaft, das ist eine Oase. Oase in der Wüste. Die Oase in der Wüste. Rundherum ist nur Wüste. Ja, das ist mega. Das an. Hier führt eine Straße runter und hier haben sie die Straße aufgerissen, damit man nicht durch kann. Ist verrückt, hä? Ja. Matze, wie lange haben wir jetzt gewartet? Matze, wie lange haben wir jetzt gewartet? Circa eine halbe Stunde? Nee, länger, Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde haben wir jetzt gewartet und fahren jetzt hier für Anhalter mit. Ein Jährer. Oh, nice. Also dort mit Nordinier-Jährer. Auf jeden Fall richtig, richtig schöne Gegend. Ja. Ja, er nimmt uns jetzt hier mit. Per Anhalter, mega, mega geil. So, wir sind in Vicuña angekommen. Der Taxifahrer, nicht Taxifahrer, der hat uns mitgenommen. Und Matze meint, der wäre bei der Behörde. Auf jeden Fall arbeitet er da. Yes. Hier gibt es eine tolle Brauerei, aber alles ist ja gerade geschlossen. Ja, aber es war mega schön hier, ne? Mega schön hier. Können die Brauerei sehen, aber es gibt kein Bier da. Schaut euch das mal an hier. Hier ist einmal so eine schöne Kirche. Gehen wir zum Hare Krishna-Tempel. Hier den Park, ist alles total lokal. Hier Palmen, mega, mega schön. Willkommen in der New Age-Gemeinde Vicuña. Wir sind die einzigsten Ausländer hier. Ja. Weil wie haben wir es geschafft, hier reinzukommen? Indem, dass wir die Bullen ausgetrickst haben. Und die Stadt ist echt am Aussterben. Also keine Touristen, wir sind die einzigsten hier. Schon heftig, ne? Für die. Ja. Also das ist schon. Das ist der Matze. Ja. Schon heftig, Matze. Ne? Ja. Oh, nee. Ja, Diodiktas. Wohin geht's, Matze? Diodiktas. Diodiktas. So, jetzt sind wir da und wandern den Weg zurück nach Vicuña. Und dann nehmen wir das Taxi zurück nach La Serena. Auf jeden Fall schaut euch das an, wie schön das hier ist. Mega. Auch hier die Straße mit den Farben. So bunt sieht es aus. Ist mega schönes Tal. Die bauen hier Wein an. Ich zeige euch das mal nachher. Mal ein bisschen mit der Drohne noch fliegen.
Ja, Leute, schaut euch das mal an hier. Spiritueller Ort. Hari Krishna Tempel ist es. So ein angemalter großer Stein. Die haben hier auch so spezielle Häuser, die so Formen haben. Versorgen sich komplett selbst. Und machen noch einiges mehr hier. Da brauchst du natürlich schon einen guten Akku. So, jetzt laufen wir weiter. Wir haben gerade eben noch ein bisschen die Drohne steigen lassen. Und wir sind hier auf dem Bahnweg. Hier war früher eine alte Bahnstraße. Ist mega, mega schön, wenn man das so sieht. Ich darf das mal zeigen. Die Sonne geht gerade langsam unter. Das ist einfach so schön im Hintergrund. Die Berge, hier die Sonne. Das ist einfach herrlich. Der Matze bestaunt mal die Drohne. So. Mega, mega schön. So, wir sind jetzt auf dem Weg wieder zurück. Taxi haben wir gleich gefunden. Tag ist jetzt auch bald zu Ende. Wir fahren jetzt ungefähr eineinhalb Stunden zurück. Matze, wie war das heute? Ja, mega geil. Also endlich mal eine Abwechslung und mal auch abschalten von diesem scheiß Alltag mit Corona. Und ich danke dir, Matze, ja, dass du... Ich danke dir auch, dass wir einen schönen Tag hatten und uns mal ein bisschen näher kennenlernen konnten und austauschen konnten. Er wusste nämlich die ganzen geheimen Routen, wo man die Sicherheitsstellung umlaufen kann. Und er kannte auf jeden Fall sich hier aus, weil er hier eine Zeit lang gelebt hat. Das war richtig, richtig geil. Auf jeden Fall Fun habt. Wenn ihr Fun habt, dann abonnieren nicht vergessen, liken, ne? Und Matze seinen Kanal, der ist unten verlinkt. Matze, willst du noch was sagen? Ja. Wir haben aber so gut durch den. Nein, wir passen gut durch. Ah, da wird er gemacht.